Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Mountain Farmers. Mit dabei haben wir heute den Darky, den Lenny, Michael, Uwe und den Paul. Hallo. Hallo. Hi, hallo. Hallo. Sag mal, Lenny, hast du dein Allrad an? Ja, aber ich habe bald ein 513 und du hast ein 516. Ah ja. Ah ja, okay, ja. Darky, du hast dein Gewicht unten. Nein, das sieht nur so aus. Das ist, damit die beiden denken, dass sie schneller sind, deswegen. Gewicht schleifen lassen, das bremst. Ja. Das war ein bisschen zu schwer, wollte es ein bisschen kleiner machen. Mhm. So, Lenny, ist das Feintuning oder wie? Gewichtsverteilung. Boah, Alter, geht's hier hoch. Ja. Wollen wir die Wiese wirklich behalten? Weiß nicht, du hast abartig, glaube ich. Die hatten wir von Anfang an, oder? Ja. Die habt ihr euch ausgesucht. Ja. Yeah. Hey Uwe, du fährst vorne, ja? Ja, ich fahr vorne, warum? Hey, das Feld ist doch super. Ja. Ich such dich. Du suchst mich, ja. Folge einfach Lenny, glaube ich. Nee, ich fahr hinterher. Ja. Da ist ein Nein, nee, alles gut. Im Prinzip müsst ihr einfach nur die Straße entlang, oder? Ja, quasi. Und dann an ich sende das jetzt T-Stück rechts und dann an der BGA quasi vor. Dann sind wir schon an der Wiese. Ich finde das gut, dass du Geld besorgst, Werner. Ja, du, was soll ich machen sonst, ne? Ja, die Kollegen hier bezahlen einfach zu schlecht. Ja, was hast du erwartet? Nee, gar nicht. Entschuldigung, wollt mal hier lang. Weiß, ich fahre jetzt über einen Rasen, aber für die erste Bahn hier einmal so und dann gleich umdrehen. Wo fahre ich denn hier? Ach, Seliger, ist hier nicht meins. Werner wartet anscheinend auch nur oben drauf, hier Lohndienstleistung abgeschlossen, oder wie? Ja, natürlich. Ah ja, gut. Wir müssen gucken, ach, du machst das ordentlich für die Kollegen hier, für die Nachbarn. Das sowieso. Das ist ja, wird ja nicht in Frage gestellt. Darky? Ja. Alles gut? Liegst du schon wieder? Dann hast du bald alle Missionen weg. Gib mir 10 Minuten. Ja, du fährst einmal hoch, einmal runter. So, das Ding ist gegessen, ne? Ja, aber das ist leicht verdiente 500 Euro, ne? Richtig. Ne, warte mal. Wenn ich, das ist ein Zaunfall. Wenn ich mir so anhöre, was Darky macht, wird das eh teuer. Da wird die 500 Euro eh nie rein. Ja, erst kommt der Uwe von hinten, dann der Lenny. Ah, ja. Was? Team Swingerclub. Wir vertiefen das Thema jetzt hier bitte nicht. Nee, lieber nicht. Uwe, warum lässt du immer so viel stehen? Das Schneidwerk geht manchmal einfach nach oben und dann... Da hättest du mal ein richtiges Schneidwerk gekauft. Ja. Man könnte auch langsamer fahren, aber weißt du? Ich mähe dir einfach mal hinterher. Das ist super. Wenn das halt so rausfedert, dann bleibt da halt mal einen Meter stehen. Oder 10. Vielleicht waren es auch nur 5, aber. Ach so, ja dann. Hör mal, jetzt will das aber wissen, ne? Jetzt fahre ich hier wirklich langsam, damit ich nicht stehen lasse. Und Darky prescht an mir vorbei. So, jetzt ist vorbei. Jetzt Gas. Kasala. Wo hat denn der Steier plötzlich seine Leistung her? Er hat einen Nachbrenner gezündet. Ich glaube, er war an der Tankstelle, hat einfach hier das Racing-Ding getankt. 105 Oktan. Ultimate. Super, das läuft aber gar nicht mehr. Könntest du mal probieren. Genau. Ich habe eben auf dem Weg eine Nitro-Einspritzung eingebaut. Ah ja, aber die funktioniert bergauf nicht, ne? Es ist irgendwann halt leer, ne? Das Schöne ist, bei der Nitro-Einspritzung ist eigentlich nur Bremsreiniger. Das ist halt eine Kühlflüssigkeit. Ach. Irgendwas, was kühlt. Irgendwas, was kühlt? Normalfall. Nee, oder? Geht ja. Aber ist Kühlflüssigkeit nicht dickflüssiger? Normalerweise die Lachgas-Scheiße und so weiter, das ist ja, hauptsächlich zum Kühlen. Irgendwie zum den Dampfstoff bzw. die Ansaugluft kühlen, soweit ich weiß.
Können wir ja mal den Meister fragen. Ja, Meister. Wer ist der Meister? Nitro, weil ich so viel Nitro-Einspritzung baue. Ich will auch, warum denn nicht? Gehört das nicht zur Allgemeinbildung? Vorzugsweise ja, für kleine Lindner-Traktoren. Ausbildungsjahr, erstes Lehrjahr. Ne? Ausbildung, damit die ganzen Azubis wissen, wie es geht, dachte ich. Genau. Dass sie wissen, wie sie einen Opel Corsa tunen müssen. Ja, unbedingt. 1,0 Liter. Dreizylinder, 55 PS. Ich glaube, wenn du da Nitro reinhämmerst, dann glüht das Ganze zu einem Aluklotz zusammen. Dann brennt das Ding durch. Gut, also weißt du auch nicht, sagst du. Wow! Da guck mal, ein Schubsächchen hat geholfen. Ich hab andere Probleme tagsüber. Schön. Und nachts? Schlaf ich meistens. Nachts geht er auf die Straßen rein mit seinem Racing Bug. Ja. Dim, dim, dim. Und oben ist wieder in Führung gegangen. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass Nitro eine höhere Verbrennungstemperatur hat. Also mehr Energie quasi pro Liter. Und es zusätzlich eingeschmissen wird. Und du müsstest dann dazu noch für eine Kühlung sorgen, damit dir die Metalle, also Ventile und sowas nicht wegreißen vielleicht. Bei Kühlung war ich raus. Das kann natürlich auch sein, ja. Wir können ja einfach mal die Zuschauer fragen. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Bin mir sicher, der ein oder andere weiß da mehr, als wir gerade hier überlegen. Also irgendwie muss es ja mehr Energie erzeugen, sonst wird es ja nichts bringen. Ja, was macht ihr denn da? Ich sehe das schon in den Kommentaren. Hashtag Realismus. Er fährt ja kreuz und quer hier durch das Ding. Bin geflüchtet, man möge mir verzeihen. Ich fahre immerhin nicht über das Gras, ja. Steht doch noch wie eine 1. Der Fendt ist leicht wie eine Feder. Der Fendt. Der Fendt. Okay. Ja, fährt das nicht kaputt. Di-di-dum. Na, Paul, wie läuft Urlaub? Zwei Telefonate mit den Arbeitskollegen, drei mit Architekten, sag's mir selber. Aber ich war noch nicht im Geschäft. Gut. Soweit habe ich schon geschafft. Tag ist das doch nicht schlecht, oder? Ja. Herr Paul, du kannst hier Schwaden kommen. So, okay. Hat noch einer eine schöne Wiese, die abgeerntet werden muss? Jetzt sind es nur noch 5 Missionen, alter Werner. Ja, du... Also wir haben noch eine bei Feld 87. Düngermission oder Wiese? Wiese. Achso. Ich glaube, die 87 steht auch auf meiner Liste, oder? 84? Weiß nicht. Irgendwas in der Richtung. Ach, stimmt. Der Schweinehof muss noch gemäht werden. 87 steht da. Aber das ist eigentlich nicht viel. Nee. Also wohin? Beim Schweinehof, aber das dauert ungefähr 3 Sekunden, glaube ich, zu dritt. Ja, soll ich dann mitkommen, oder? Da fahrt euch mehr im Weg rum. Kannst du ruhig machen, aber es ist nicht viel. Will ja, sonst gut, irgendjemand eine große Wiese pachten? Oder ihr wollt doch nur fahren, oder? Oder ihr spult einfach vor bis zum Sommer. Was ist denn hier mit dem oberhalb von der 87? Also, links davon. Was ist links von der 87? Achso, ja, natürlich. Echt? Boah, ich war noch nie so weit unten, ey. Wo bist denn du? Und? Kommt dir die Luft da unten überhaupt? Oh Gott! Wenn er erkundet die Karte. Also hier ist ja gar nichts los. Ich hab grad ein Reh von der Straße verscheucht, ey. Ganz links? Ach, ganz da. Links unten. Ja, moin. Hast du geguckt, bevor du angenommen hast, oder machst du einfach? Nee, ich fahr die Runde jetzt hier. Achso, ja. Ein Michael kommt mir entgegen. Aber er spricht nicht. Er hat voll mir. Oh, Entschuldigung, ich bin wieder da. Ich hab ja. Mikro aus. Michael, hast du gerade irgendwas zu tun? Jetzt gerade nicht. Magst du die BGA weiter befüttern oder ist das hinten schon alles leer? Das habe ich gerade leer gemacht. Du musst. Du musst? Okay. Abfälle abbauen? Hatte ich doch. Achso, wir machen das beide gleich. Ja, gut. Ich wollte das gerade machen. Ja.
Nee, hinten ist leer. Silo hier ist auch verdichtet. Wir können wieder füllen. Sehr gut. Aufgeräumt. Wir haben aktuell nur einen Schwader, ne? Brauchen wir noch einen zweiten Schwader für alle zusammen? Mach mal langsam, kommt noch. Ich will wieder Geld haben. Wir haben kein Geld, Daki. Wir haben kein Geld. Nein, wir haben kein Geld. Ich hab schon so einen Plan. Also, ich hab den Paul, der hat Geld, einen Plan. Um den Kuhn mit 8,20 Meter zu kaufen für 17.000. Hast du schon wieder ein Feld verkauft? Nein, wir haben 18.000, dann sind wir pleite, aber ich würd's machen. Pleite sein? Ja, und den Dings kaufen. Achso, ja, geht ja Hand in Hand, ne? Kauf den dann so aus der Insolvenzmasse. Ich würde dann eure BGA nehmen, wenn es zum Versteigerung kommt. Ne? Ja, also ich würde es an deiner Stelle mal lassen erstmal. Ich glaube, das ist nicht gut. Schnell wäre das Projekt gar nicht beendet. Ja. Oh, hier hätte man schon zu dritt fahren können. Jetzt kommt der wieder ums Eck, ne? Oh, ich habe keinen Zugang zu diesem Land. Paul, ich komme mit dem Ladewagen zu euch, ne? Darfst du gerne tun, ja. Wollten wir den Fallen machen oder nicht? Achso, nö, wir fahren das Silo rein. Wir brauchen eh kein Heu. Ist mir aufgefallen. Ja, erst wenn wir Kühe machen, ne? Aber haben wir ja noch nicht. Nö, wir vertiefen jetzt erstmal die Schweine. Und Bienen. Ich hab eine Schaufel. Wie tief soll ich die Schweine machen? Sauber machen wäre mal gut. Also. Ja, nach dem Mähen. Ja. Weil ich habe nämlich noch keinen passenden Frontlader für meinen Traktor. Einer reicht ja auch erstmal. Ich kann sonst Michael vorbeischicken, der hat glaube ich gerade freie Zeit. Wir haben einen Frontlader. Ja, ein Kehrblech reicht da eigentlich. Es sind wahrscheinlich wieder 15 Liter drin. Ja, so ein Schäufelchen. Haben wir den Schaufel noch drauf? Nee. Was soll ich machen? Wahrscheinlich zu den Schweinehof fahren und da mal kurz durchkehren, ja. Ist gefallen. Ruhig durchwischen. Fische kurz feucht durch. Feucht aufwischen. Also ihr wollt es eingefahren haben, ne? Und dann im Werner verkaufen. Ja. Aber okay. Vorne, vor die vor dem Hof Mist. Da in der Silo, ne? Ne, wir haben ja Mist. Ja. Ins Freiland-Silo. Ach so. Lenny, wenn du da nichts zu tun hast, kannst du wieder mit unserem Plattformwagen an Händler fahren und mal noch mehr Gläser kaufen. Ja, kann ich machen, aber ich muss gerade erst noch mähen. Ja, ja. Nur schon mal für die Zukunft. Ja, das tue ich. Hast du schon gekauft oder muss ich noch kaufen? Nee, muss man dann noch kaufen. Sonst nur fährt da noch jemand drüber, alles? Weißt du. Nee, nur Gläser. Was soll das denn heißen? Sonst fährt nachher jemand noch drüber. Ja, ich weiß, wer da so um den Händler rumschleicht die ganze Zeit. Ah ja, okay. So, ja, so dann... ein Düngermann. So ein wilder MF-Fahrer, der mehr PS unterm Arsch hat, also kontrollieren kann. Sprecht ihr über mich? Nein. Okay. Fahr weiter. Paul, warum bist du jetzt so? Der ist immer so, der Paul. Werner hat angefangen. Warum? Du hast mit dem Beef angefangen. Du hast Schweine. Dann der Schweine. Wow. Hey, lieber Schweine haben als eins sein, oder wie? Richtig. Boah, Junge, gibt's richtig viel. Ja. Was war das? Das war mal kurz ein Standbild, Entschuldigung. Ah, okay. Das sah kurz mal die Bremse getreten, damit ich überlebe. Habt ihr gehört, liebe Zuschauer, der Uwe, der tritt seinen Traktor. Ja, der tritt den anderen Traktor. meiner fährt irgendwo. Ich nehme den vom Teammate. Also wenn ich den auf dem Rücken lege, ne, die inoffizielle Regel mit Verkaufen, sage ich, ja sorry, Michael, das war wohl nix. Für dich ist die Mission hier zuvor Ende zu Ende, ne? Wie schnell bist du nicht weit weg von Uwe? Jetzt! Oh, dann fährst du ein paar Mal, ne? Ich hoffe, ich komme auch hoch. Ach, da war ja was, ne? Fahr doch unten raus. Lieber nicht. Da sind lauter Bäume. Nee, da ist eine Einfahrt. Aber ich kann ja mal einen Lowgang schalten, ne? Dann sollte er ja best. Oh. Oh. Rums, Rad, Speng, Getriebe liegt draußen. Nee. Direkt mal die Reifen rein in den Boden. Oh. Ich hab leider keine Zeit, dich zu bergen.
muss gleich Honig gar kein Problem. Bernhard hat angefangen, ne? Habe ich angefangen? Weiß ich nicht. Ja, wenn du das sagst, habe ich angefangen. Liebe Leute, ich beende es aber auch heute. Wir sind fertig. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.